Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und ich freue mich, lieber Michael, dass du heute nochmal zu uns gekommen bist und wir ein bisschen über deinen Verlag, über die Edition Spielwiese sprechen können. Sehr gerne. Zunächst mal, der Verlag ist ja noch relativ jung, aber uns ist aufgefallen, ihr habt ein neues Logo. Ja. Warum und wie kam es dazu? Mein altes Logo habe ich von meinem Spielecafé übernommen, weil der Verlag aus dem Spielecafé entstanden ist. So, und weil ich mein Logo wirklich, wirklich liebe eigentlich. Aber es hat sich über die Jahre, wo es auf Schachteln kam, rausgestellt, dass das einfach nicht gut skaliert. Dass das, wenn man es verkleinert und so, dass es einfach verschwimmt und man überhaupt nichts mehr erkennt. Und dann habe ich wirklich mehrere Jahre mit mir gekämpft, um einen Ersatz zu finden. So, und habe einige Entwürfe ausprobiert, zwei Illustratoren verschlissen, die es mir entworfen haben. Und bis dann das rauskam und mit dem ich jetzt eigentlich echt sehr zufrieden bin. Mhm. Und du hast nicht nur das Logo verändert, sondern auch dein Team hat sich in der letzten Zeit etwas verändert. Ja. Erzähl doch mal, wer gehört jetzt eigentlich alles gerade zu deinem Team und welche Aufgaben übernehmen alle und du auch? Im Moment besteht mein Team hauptsächlich aus mir und der Kadi von der Spielfritte. Und der Lars Frauenrath ist auch noch so als Redakteur, während Lars als Redakteur arbeitet und bei allem zu seiner Meinung gefragt wird, so ist Kadi wirklich meine rechte Hand. Mhm. Die sorgt dafür, dass ich nicht am Rad drehe, ein bisschen Struktur in den Verlag gekriegt hat und nimmt mir echt ab, wenn was, auf das ich keine Lust habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würd eher sagen, so Sachen, die mir nicht so liegen. Mhm. Und was sind so deine Aufgaben jetzt im Verlag? Im Moment habe ich ganz, ganz viel Organisation zu tun. Mhm. So für, es ist ja gerade eine sehr schwierige Situation, in der kompletten Szene Produktionslots zu finden. Und wenn dann so ein Monster wie Micro Macro um die Gegend kommt, das von so vielen internationalen Partnern auch gewünscht wird, und da bin ich echt fast Vollzeit damit beschäftigt, Produktionslots zu sichern. Das ist mir auch relativ gut gelungen. Ich hoffe, es reicht. Und redaktionell schaffe ich es gerade nicht zu arbeiten. Das war eigentlich der Grund, warum ich den Verlag gegründet habe, war auch, dass ich auch ein bisschen so redaktionell was machen wollte. Das ist im Moment ein bisschen leider wieder nach hinten gerückt. Aber es gibt eben gerade andere Challenges so mit Produktion, und das macht mir gerade auch recht viel Spaß. Ah, schön. Hm. Das ist ja das Wichtigste, dass es dir eben auch gefällt. Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, die Produktionsslots sind im Moment ein Problem jetzt in der Pandemie. Ja. Spürt ihr das noch an anderen Ecken und Enden? Ob wir die Pandemie spüren? Ja. Also ich bin ja ein relativ kleiner Verlag und versuche, wenn ich Neuheiten habe, gleich mit der ersten Auflage möglichst viele Partner ins Boot zu holen. Und das ist tatsächlich die letzten zwei Jahre schwieriger geworden, weil es tatsächlich ganz, ganz vielen nicht gut geht und in ganz vielen Ländern halt die Läden geschlossen waren, die ihre Spiele nicht losgeworden sind, und jetzt lieber auf die sicheren Pferde setzen. So, Die Spiele halt, wo sie sich einen großen Erfolg erhoffen, die schon mal nominiert waren und Neuheiten werden erstmal beobachtet. Mhm. Kann ich im Moment halt, ich schaff's Gott sei Dank, immer kleine Auflagen irgendwie mir zu sichern. So, aber da kann ich nur relativ klein starten und muss dann halt immer dann versuchen, mit der zweiten Auflage, falls es dazu kommt oder wenn es dazu kommt,
neue Partner reinzubringen. Von daher ist die Partnerarbeit ein bisschen anstrengender geworden. Kurz bevor die Pandemie losging, hast du ja wahrscheinlich schweren Herzens die Spielwiese, also dein Spielecafé, verkauft. Ja. Es gibt es noch, soweit ich weiß, aber eben nicht mehr von dir. Ja. In Bezug auf die Pandemie war das sicherlich gut für dich, weil es hätte ja in gewissen Zeiten auch geschlossen werden müssen. Für mich war super. Ja, aber wie geht's dir jetzt damit und warum hast du bist du diesen Schritt gegangen, das zu verkaufen? Der Schritt musste getan werden, weil sowohl Verlag als auch Spielecafé 100% Aufmerksamkeit gefordert haben. Und wenn ich mich weiterhin um beides gekümmert hätte, eines gelitten hätte. Und hat sich herausgestellt, das Spielecafé musste immer mehr so in den Hintergrund treten. Und die Entscheidung ist beschleunigt worden dadurch, dass mein damaliger Vermieter den Laden verkaufen wollte. Und ich habe den angeboten bekommen. Und habe da wirklich lange drüber nachgedacht, ob ich den kaufen soll. Aber es hätte dann tatsächlich noch mehr Stress bedeutet. Mhm. Und habe mich dann eigentlich dazu entschlossen, die Spielwiese aufzugeben und den Laden nicht zu kaufen. Und habe das in meinem Team damals so kommuniziert. Und die waren natürlich erstmal komplett geschockt. Und dann kam aber die Idee so, Tim, wollte doch schon immer einen Spielecafé haben und lass uns doch mal den fragen. Das ist ein Biologe, der während seinem Studium bei mir gearbeitet hat und den haben wir tatsächlich gefragt dann und der meinte, ja, natürlich. Ja, und der hat ihn dann gekauft und inzwischen ist die Spielwiese unverändert es gibt nur mich nicht mehr. Das ist ja wahrscheinlich für dich dann auch schön zu sehen, dass eben das, was du da auch über viele Jahre gemacht hast, entwickelt hast und entstanden ist, ja auch ein Ort der Begegnung, dass das so weiter besteht. Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr beruhigend, weil das hätte mir schon arg wehgetan, wenn die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, um tatsächlich so einen Platz zu schaffen, für Leute, die eigentlich nicht über Spielen als Hobby nachdenken, so die reinzuführen, so wenn das auf einmal weg gewesen wäre, das hätte mir schon einen großen Stich verpasst. Ja, und auch natürlich für die ganzen Spieler und auch für die Autoren, die immer hinkommen und so. Die gibt es ja immer noch, die Autorenrunde. Genau. Ja. Also Glück im Unglück und für dich gut, weil es vor der Pandemie perfekt getimt war. Leider für mich und für Tim nicht so schön. Was halt ein bisschen schade, aber die Spielwiese gibt es noch. Also es hat ihm, er hat's, ich sehe ihn ja regelmäßig und er meint, er hätte es nie bereut. Super, ach toll. Dann konntest du das Thema ja gut abschließen. Genau. Jetzt wollen wir aber wieder über den Verlag sprechen und über eure Spiele natürlich. Über Micro Macro haben wir ja schon in einem anderen Interview gesprochen. Auf dem Tisch liegt jetzt noch Space Dragons, das ist euer neuestes. Das ist im Frühjahr. Ja. Genau, eure Frühjahrsneuheit, neuestes veröffentlichtes Spiel. Aber du kannst gerne ein bisschen was noch über Space Dragons erzählen und wenn du schon kannst, magst, darfst, auch über andere Neuheiten. Also über ein paar kann ich ja was erzählen. Aber über alle mag ich noch nicht reden. Das wäre Spoilern und wir haben noch Überraschungen nächstes Jahr. Genau. Space Dragons. Also wenn man sich meine Autoren so anschaut, dann ist über die Hälfte sind Erstlinge. So, die noch nie vorher ein Spiel rausgebracht haben. Und ganz viele davon sind Jury-Stipendiaten, den Spiel des Jahres Jury-Stipendium bekommen haben als bester Nachwuchsautor. Und angefangen hat es alles mit der Sophia Wagner. Dann kam der Paul Schulz mit Drillings und jetzt gibt es den Richie Hauf, das war der letzte, so bevor das, glaube ich, an die Satz überging. So, und mit diesem Spiel hat er damals das Stipendium gewonnen. Und jetzt ist es draußen. Erzähl doch gerne auch was über das Spiel.
Es ist ein Stichspiel mit einem Kniff, würde ich mal behaupten. So, ja, also die Stiche, die man bekommt, da nimmt man nicht dann alle Karten an sich, sondern wählt immer nur die, die man gespielt hat und baut sich damit quasi eine Crew, um dann am Ende die Drachen zu bekommen, die man erjagt hat. So. Und das Schöne an dem Spiel ist, finde ich, dass das Spiel komplett Vorder- und Rückseite alles im Spiel ist. Ja. Also dass wirklich Multi-Use-Karten auf mehreren Seiten. Ganz genau. Es gibt keine Design-Elemente ohne Sinn bei diesem Spiel. Genau, Space Dragons ist ja jetzt schon erschienen. Jetzt verrat doch noch mal ein bisschen was zu dem einen oder anderen Spiel, was jetzt in der Zukunft noch kommt. Space Dragons wurde schon verschoben wegen der Pandemie auf dieses Frühjahr, obwohl es letzten Herbst erscheinen sollte. Und unsere Frühjahrsneuheiten für 2022 hätten eigentlich auch zum Großteil Herbstneuheiten dieses Jahr werden sollen. Und da ist uns zum einen die Pandemie und zum anderen die fehlenden Produktionsslots dazwischen gekommen. Und da es sich bei zwei Spielen um Partyspiele handelt, auch die Tatsache, dass man sich noch nicht in großen Freundesgruppen treffen kann oder sollte und wir da nicht mit neuen Spielen irgendwie dachten, ja, nee, warten wir lieber damit noch ein bisschen. Wobei, so neu sind die beiden kleinen Spiele gar nicht. Das eine ist nämlich Neustart von Farben, was für mich persönlich eines meiner Lieblingsspiele im Verlag ist. Und bei dem so das Design so ein bisschen dem Erfolg im Wege stand, das wird jetzt komplett umgebrandet. Und dann haben wir noch ein Bruno Faidutti-Spiel, das auch vor knapp 10 Jahren schon mal nur in Frankreich rauskam. Und das jetzt zum ersten Mal bei uns auch erscheint. Und beide Spiele werden viersprachig erscheinen. Also Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Weil als Zielgruppe sehen wir halt nicht nur Familien, sondern auch WGs und Spielecafés, wo man am besten irgendwie mit Leuten hingeht, wo die Sprache halt wichtig ist, um die Zielgruppe zu erhöhen. Und das Farben bekommt nicht nur neues Layout, neue Optik, sondern auch einen neuen Namen, oder? Kommt auch ein neuer Name, heißt jetzt Remember. Und beide Spiele erscheinen auch in einer ganz neuen Schachtel. Mhm. Ja, in so einer Klappschachtel. Wir versuchen die Spiele in dieser kleinen Schachtel so zu machen, dass wirklich alles benutzt werden kann zum Spielen und nichts auf die Seite gelegt werden muss. So. Auch ein spannender Ansatz. Ja. Wir haben noch ein zweiter Uwe wird noch im Frühling kommen. So, was heißt ein zweiter Uwe? Also nach Nova Luna, ein neues Legespiel von Uwe. So, das mir persönlich sogar noch einen kleinen Ticken besser gefällt als Nova Luna, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Und noch ein etwas größeres Spiel, auch von einem Erstling. Mhm. So. Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Und lustigerweise werden die beide vom gleichen Illustrator illustriert, die großen. Ja, lustig, sagst du. Ich meine, du hast es ja wahrscheinlich entschieden. Das war jetzt kein Zufall. Ja, eigentlich versuche ich ja immer, zu jedem Spiel den passenden Illustrator zu finden und auch neue Illustratoren, die noch nicht so bekannt sind in der Szene. Space Dragons ist zum Beispiel von Florian Biege gemacht worden, der ja auch schon Spiele veröffentlicht hat bei Drei Hasen in der Abendsonne, aber eigentlich bei mir auf den Schirm gekommen ist, dadurch, dass er Walter Mörs Comics illustriert hat. So. Spannend. Und Lukas, der Illustrator der Nova Luna, Lukas Siegmon, der Nova Luna illustriert hat, der hat halt wie die Faust aufs Auge für die beiden großen Frühjahrsneuheiten gepasst. So, von daher bin ich ja mal gespannt. Ja. Jetzt steht ja bald wahrscheinlich, zumindest sieht es im Moment so aus, die Spiele in Essen an. Inwiefern oder wie plant ihr eigentlich aktuell den Messestand? Weil das ist ja gar nicht so einfach.
mit dem Hygienekonzept ja. und so. Ja. Wie plant ihr auch vielleicht im Vergleich zu sonst? Also ich bin tatsächlich gerade ein bisschen ratlos. Kann ich was gut ich da machen soll. Ja. Weil ich mag die Messe auf keinen Fall hängen lassen. Ich plane. Aber bei dem Hygienekonzept, das es im Moment gibt, muss ich Abstand zu den Gängen halten, unter anderem, und noch so ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt aber einen Kopfstand gemietet, was unter normalen Umständen super ist, aber ich habe 3 Gänge, zu denen ich Abstand halten muss. So, und das ist das eine. Und dann fühle ich mich halt unsicher, da so eine Meetingkabine drauf zu machen, weil die Abstände nicht eingehalten werden können. Und ja, also ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, wie der Stand aussehen wird. Und ja, wir werden den, wenn, also was heißt wenn, also wir planen den halt den kompletten Fokus auf Mikro-Makro so. Mhm. Und vielleicht können wir da was mit einer riesen Wand machen. Aber stimmt, das bietet sich da ja an. Genau, ne? Ja, aber wir werden sehen. Also da mache ich mir Gedanken ab August so. Nach der Spiel des Jahrespreisverleihung brauche ich so 2 Wochen, um mich zu erholen. Und dann ist mein Kopf wieder frei und dann kann ich neue Probleme lösen. Und wenn wir jetzt abschließend nochmal ein bisschen optimistischer sind, vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr, wenn die Messe mal wieder unter normalen Bedingungen stattfinden sollte, was ist so das, worauf du dich am allermeisten freust? Auf der Messe? Ja, wenn sie wieder normal stattfindet. Wenn die Messe wieder normal stattfinden wird. Also eine normale Messe ist immer ein Highlight. So, seit ich den Verlag habe, kriege ich ja eigentlich nichts mehr mit von der Messe, weil ich immer nur in meiner Kabine sitze und mit Partnern und mit der Presse und so weiter rede. Aber ich bin auch gerne dann draußen und guck mir von Weitem an, damit man nicht sieht, dass ich dazugehöre, wie so die Stimmung am Stand ist. Und das baut mich dann immer mehr auf als eine Sitzpause oder so irgendwas. So, ja. Ja, und natürlich, ich will wieder Menschen treffen. Also ich kann keine Zoom-Interviews mehr machen und Prototypen über Tabletopia erklären. Und für mich ist halt so der persönliche Kontakt und das soziale Erleben am allerwichtigsten. Und das ist das, was mir gerade so am allermeisten fehlt. Ja, umso schöner, dass du heute persönlich zu uns gekommen bist, wir kein Zoom-Interview machen mussten, in Anführungsstrichen. Ja, wie letztes Jahr. Genau, weil du ja in der Nähe warst, deswegen hat es gerade ganz gut gepasst. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, gerne. Vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Verlag, vielen auch Dank. Auf der Messe und für die nächsten Jahre. Ja, danke, danke.